Willkommen zurück zu Risen und guten Morgen, obwohl ich nicht weiß, was wir gerade für eine Tageszeit haben. Oder oben ist irgendwas Seltsames. Das ist das Schwarze da. Egal. Ich habe was rausgefunden, wenn denn ich habe mir mal angeguckt bei anderen ein Part. Am Anfang habe ich was verpasst. Das ist natürlich jetzt scheiße, aber da bin ich nicht drauf gekommen, weil ich Noob bin. Und dass Eier und Äpfel scheinbar Stärke geben, wenn man genug davon isst. Das ist lustig. Jetzt gucke ich mal, wie viel ich habe. Ob ich doch schon genug von habe. Ich habe nämlich, okay, ein Apfel und 4 Eier. Die könnte ich jetzt alle nämlich essen, es sei denn, ich kann die später besser machen. Aber, ich mache es einfach mal. Njum, njum, njum. Und noch einmal. Njum, njum, njum. Einfach so ein Ei. Lecker. Weil das Ei ist nicht gekocht, die lagen auf dem Boden. Das heißt, er hat gerade so ein ungekochtes Ei in den Mund geschoben. Lecker, lecker, schmecker. So, wir hatten vor, ich weiß gar nicht, was wir vorhatten. Nur ich, genau, das hatte ich noch vor, weil das hat damit zu tun, was ich gesehen habe. Bogen ausprobieren, das ist nämlich auf 2 jetzt, das ist cool. Wir töten nicht die Hühner. Nein, wir töten das Nautilus-Teil. Weil da habe ich mir gedacht, dann können wir mal ausprobieren. Wo ist das? Da. Und 2. Ah, wir sind so schlecht. Hallo? Geht doch. Nochmal. Ja, komm. Jetzt stirb. Yay! Und 10 Erfahrung. Geil. Na, okay. Weg damit. Und gucken wir mal. Eine Schale eines Nautilus. Wir sammeln einfach alles ein. Und können wir unsere Pfeile wieder einsammeln? Das wäre cool, weil ich habe nicht so viele Pfeile, oder? Wie viele Pfeile habe ich? 11. Ach komm, lass mich wieder einsammeln. Okay, dann nicht. Ich habe mir Gedanken gemacht. Fernkampfwaffe ist natürlich cool, aber ich glaube, das will ich nicht, weil es ist einfach hier dieses Einsammeln. Und ist nicht so mein Fall. Ich nehme meistens irgendwas zum Schlagen. Und mir wurde oft gesagt, nimm die Axt. Die Axt ist cool. Ja, aber irgendwie, ich bin nicht so der Axt-Typ. Ich glaube, ich werde ein Schwert nehmen. Ganz normal, ganz langweilig. Und ich werde Bandit und alles ist gut und extra am Spieß. Ich nehme die mal nicht. Ich habe sonst keine Ahnung. Es ist super spät in der Nacht. Ich kann bloß nicht schlafen. Und habe ich mir gesagt, ich spiele mal Risen. Und jetzt geht's los. Jetzt habe ich keine Lust mehr, zeige ich auf. Tschüss. So, gucken wir mal. Wir haben hier Handlanger. Ich habe auch noch anderes zu tun. Ah, ja, okay. Ich weiß immer noch nicht, wo man Spitzhacke... Warte mal, wir haben noch keine Spitzhacke, glaube ich. Das ist natürlich cool für später. Ich will hier eigentlich mal irgendwie lernen zu stehlen. Das wäre ganz cool. Ah ja, eins habe ich ausprobiert. Ich habe eben natürlich... ich habe noch ausprobiert beim einmal kurz Testaufnahme. Und dann stand ich rum und habe einfach mal einen Zauber gewirkt, weil ich wissen wollte, ob die Zauber-Scrolls weggehen. Und das tun sie leider. Das ist natürlich schade. Aber was soll man machen, ne? Jetzt gehen wir hier mal gucken, ob irgendwas Verstecktes ist an der Seite. Und danach... Oh, hier geht's rein. Dahinter ist irgendwas. Nein, da ist nichts. Ich sollte mal ein bisschen zurück mit der Kamera. Und danach habe ich keine Ahnung, was ich machen soll. Ich gehe einfach noch hier überall rum, weil ich über die letzten paar Parts waren nur in dem Teil hier rumlaufen. Okay, ich habe mich schon wieder verlaufen. Jetzt kommt gleich wieder so ein Viech. Da wusste ich's doch. Ich wusste es. Okay, bleib mal. Greifst du mich jetzt an oder nicht? Jetzt ein bisschen. Wir greifen einfach zuerst an, indem wir einfach mal raufschießen und es nicht treffen, weil wir super schlecht sind. Ja, hilf mich mal. Ich kann nicht sehen. Ich kann nicht sehen und wie viele mich angreifen, aber einige werden es wohl sein. Das ist natürlich scheiße jetzt. Ich hau einfach mal rauf. Oh, wir haben einen Scheinball. Sollen wir die umbringen? Kann immer jemand helfen? Ich habe doch eben gehört, dass da jemand war, der mir helfen wollte. Okay, greif mich mal an. Ja, ich kann nichts erkennen.
Ja, okay, jetzt darf ich bloß. Jetzt muss ich echt aufpassen, Leute. Ich könnte weglaufen, mir helfen lassen, aber ich könnte auch einfach sterben. Und mich fressen lassen. Okay, dann muss ich wohl einzeln holen. Oder ich nehme jemanden mit. Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich einen Companion bekomme. Das war schlecht. Ich habe nämlich gesehen bei dem Video, das ich gesehen habe vom ersten Part, der ist da durchgerusht. Es muss wohl irgendwie so ein, der wirklich konnte und so. Aber, wow. Der hat die einfach so umgebracht. Also die haben nicht mal, die kamen nicht mal zum Angreifen. Und das war einfach das allererste. Also der hatte nichts außer ein Schwert. Da fühlte ich mich immer so schlecht und habe gedacht, soll ich überhaupt noch weiterspielen? Na okay, die Spezialkunst kommt auch mal später. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Weil, oh, Stereo. Holen wir alles später, lieber dann. Dann kümmern wir uns jetzt erstmal um die... Genau, wir werden einfach... Mir wurde auch geschrieben... Oh, warte. Ich will das auf jeden Fall haben. Gib her, du Bitch. So. Warum sind sie eigentlich so aufgeregt? Wenn ich das Schwert ziehe, sind sie nicht so sauer auf mich. Und leider. Scheinbar habe ich eine Quest, dass ich die umbringen soll. Das wusste ich gar nicht. Ich meine, natürlich wusste ich das. Wow. Ich sehe die nie. Ja, komm. Typ, wach auf. Typ, wach auf. Ich habe 3 auf einen Streich. Dann mache ich mir jetzt so ein Teil draus, wo man ihn angeben kann. Typ. Ich kann das auch. Guck mal, ich kann auch mehrmals. Wieder so ein Scheißvieh. Ja. Danke. Aua. Danke. Ratten besiegt. Vielen Dank, besoffener Dingskirchen. Hab mir jetzt den Namen nicht gemerkt, weil du nicht so wichtig bist. Besoffen halt. Puh. Ich glaube, ich sollte auch noch diesen... Ah, da sollte ich den anderen helfen. Dem Anfang. Jacob? Nein, keine Ahnung. Wo ist denn jetzt der letzte Ratte noch? Nein, hier lag irgendwo noch eine Ratte, die ich ausweiden wollte, oder? Nicht ausweiden, aber... Luis, danke. Ne? Bist mein Buddy. Okay, wo war denn jetzt derjenige, der das wollte, dass ich die umbringe? Ich bin ein bisschen überfordert mit dem Quest-System, weil ich das überhaupt nicht kenne eigentlich. Da, können wir uns gleich eine Spitzhacke holen? Warum nicht? Und wir gehen zu Enrico. Enrico, wo bist du? Oh, da sitzt du. Hä? Mach was anderes. Okay, mach ich. Ich gehe hier durch. Und... laufe in Müll, das ihr so hingetan habt. Ich weiß gar nicht, ob ich ihnen helfen will. Also irgendwie nerven mich die. Oh mein Gott, ich höre es nur und dann denke ich mir nur so, ne? Ah, das freut mich, danke. Ich heile mich, während du mir hilfst. Dich wird niemand vermissen. Danke. Habe ich jetzt auch Erfahrung bekommen? Scheinbar nicht. Wo gehst du hin? Bleib mal hier. Oh. Weil mir wurde gesagt, wenn die zusammen dann helfen... ich finde es immer so toll. Da helfen mir Leute in den Kommentaren. Dann man kriegt keine Erfahrung, wenn die das alleine machen. Das ist natürlich scheiße. Aber ich weiß nie, wann ich es allein mache und wann nicht. Kommt falsch rüber. Da drüben... Aber ich glaube, ich hole mir fürs nächste Geld erstmal was zum Ausweiden, weil irgendwie weite ich nichts aus, habe ich das Gefühl. Na okay, gehen wir erstmal weiter und... Weil das Geld ist so knapp. Schaut mal, 140 haben wir, warte mal. Da, Dark. Lass uns handeln. Ja, mal kurz gucken, was er handelt. Lass uns handeln. Weil... Ja, kann ich noch nicht. Bogen, wie gesagt, ist nicht so wichtig. Ring des Geschicks, nö. Das wäre ganz wichtig hier. Weil wir werden gleich einen Rottwurm töten. Und das wäre natürlich ganz gut, wenn ich ihm die Zähne raushauen kann. Perle habe ich ihm verkauft. Also holen wir uns den Meißel.
und verkaufen ihm so ein Jagd. Ah nee, sie versagt mir, gibt er mir ja gar nichts. Warte, dann machen wir das anders. Wie viel gibt er mir dann für ein rostiges Schwert? 3. Nö. Dann die Sicherheit gibt gar nicht. 9. Ich habe viele Bolzen, die könnte ich verkaufen. Wie viel gibst du mir denn? Nein, doch nicht. Ich glaube, die brauche ich noch. Ich habe 2 kleine Schilder. Wie viel gibst du mir denn für ein kleines Schild? 10. Das ist doch schön. Aber, nee, komm, dann mache ich das erstmal so. Kann ich später immer noch. Oh nein, das wollte ich weghaben. Warum kann man nicht handeln? Warum kann ich nicht sagen, hey, fick dich, ich möchte das für billiger? Na, okay, gib her. Danke. Lass uns den gefährlichen Wurm jagen. Los, lass uns den gefährlichen Wurm jagen. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Zieh deine Waffe und auf geht's. Bleib dicht hinter mir. Oh, ich bleib dicht hinter dir, Doug. Aha, dicht hinter dir. So, jetzt speichern wir neu und sagen, Doug, nein, warte. Hinter, nein. Dicht hinter. Hinter Doug bleiben. So. Achso, ist schon. Danke. Ja, dann komme ich nebenbei mal hinterher, ne? Wir sind nämlich jetzt Freunde. Und, wo gehen wir hin? Nein, ich dachte, der wäre auf der anderen Seite. Oh nein, Doug, was machst du? Ja. Ja. Oh. Ich sehe nichts, Doug. Ja. Ja. Ja, Doug, Doug. Los, Doug. Wir zusammen, wir sind das beste Paar. Nein, oder auch nicht. Nein. Ich hab nicht aufgepasst. Ich wollte so cool sein wie der Typ. Verdammt. Wieso hat er das gemacht? Er hat so gedrückt, dass der Gegner gar nicht zum Erschlagen kam. Das war cool. Oh, Doug, warte auf mich. Komm schon. Ja, ich komme gleich. Warte mal. Das ist wieder doppeldeutig, oder? Ach, ihr Banditen, ihr. Ich komme von der Seite. Zum Angriff. Jo. Ja. Ich sehe nichts, Doug. Ja, komm, greif an, du Bitch. Doug, du musst auch helfen ein bisschen. Doug, wo bist du, Doug? Doug. Achso, du schießt jetzt. Das ist natürlich toll. Als Ranger macht das ja auch Sinn. Komm, greif an. Ja, wir haben ihn gleich, Doug. Er ist in der Ecke gezwängt. Doug. Doug? Doug, er geht nach oben, Doug. Wir müssen ein bisschen zurückgehen, Doug, weil das Spiel es nicht zulässt sonst. Doug, du schießt auch nicht, wenn er so weit weggeht. Och, der cheatet, Doug. Doug. Der Kackwurm cheatet. Ich will niemanden vermissen. Yay, Doug. Und ausreißen. Guck hier. Wir haben ihn ausgeweidet. Ich bin so gut. Doug, ich... Weiter geht's. Ja, mit dir gehe ich überall hin. Aber vorher nehme ich mir das Zeug hier. Warte. So, jetzt geht's weiter. Wo bist du? Los. Ja. Ich hätte auf meinen Vater hören sollen. Der hat mich vor dem harten Geschäft eines Jägers gewarnt. Oh, das war's schon. Um den gefährlichen Wurm brauchst du dir keine Sorgen mehr machen. Aber auf der anderen Seite ist auch noch ein Wurm. Um den gefährlichen Wurm brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Sehr gut. Dieses Monstrum hat mir echt Angst gemacht. Das ist mir 30 Goldmünzen wert. Noch was. Wenn du zum Tempel gehst, dann nimm diese Keulen rohes Fleisch mit. Im Lager wird immer Fleisch gebraucht. Oh, stimmt. Ich bleib erstmal hier und ruhe mich aus. Aber da ist noch mehr. Ja, danke. Warte mal, lass uns handeln. Ich will wissen, was du... Was gibt er denn jetzt für den Zahn? Für den geilen Zahn, warte.
Die Schriftrollen, ja, die behalte ich mal lieber. Boah, ich habe das Spiel noch gar nicht drauf, merke ich gerade. Das ist echt peinlich. Weil das hier gibt zwei, das Nautilus-Teil. Flügelstaub gibt gar nichts. Rotwurmkralle gibt deine Mutter. Nee, komm. Deine Änderung? Ist mir vollkommen egal, beenden wir. Ende, tschüss.